hallo liebe Fans der Fußball-Ecke. Sonntagmorgen, 9 Uhr hier im Fußball-Ecken-Keller. Ich habe lange nichts mehr von mir gehört, was daran lag, dass ich 2 Wochen krankgeschrieben war und krank im Bett lag. Aber heute Morgen geht's wieder. Und bei mir im Keller zu Gast ist Andreas Seger, Vorstandsmitglied vom TuS Celle. Andreas, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, Herr, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, und zwar geht es um das Thema TuS Celle. Momentan kocht das Thema so ein bisschen hoch. Ich habe mich halt die letzte Zeit immer im Harburger Kreis rumgetrieben und diesmal wage ich mich in den Celler Landkreis, was damit zu tun hat, dass der Traditionsverein, ich denke, so kann man ihn nennen, TuS Celle momentan des Öfteren bei Facebook oder generell in den Medien zu finden ist. Fußballportal Kreis Celle zum Beispiel tituliert auf der Facebook-Seite mit der Überschrift Pulverfass TuS Celle FC. Jetzt gehen jetzt die Lichter aus. Andreas, was sagt der Verein dazu? Na, also dem Verein geht es so mittlerweile eigentlich wieder relativ gut. Klar, in den letzten Jahren war nicht immer alles Gold, was geglänzt hat. Viele Spieler sind gekommen, viele Spieler sind gegangen. Das Gleiche mit den Trainern. Auch die Vereinsführung hat dann teilweise über ihre Verhältnisse gelebt, den Spielern viel Geld bezahlt. Aber da haben wir jetzt natürlich auch so in dem letzten Jahr die Notbremse komplett gezogen. Mhm. Und versuchen natürlich nun, den Verein wieder auf gesunde Füße zu stellen. Und dabei auch, Entschuldigung. Alles gut. Dem Verein natürlich weiterhin zu entschulden und Kosten zu sparen, wo es natürlich irgendwo nur geht. Ne? Klar, unsere Heimspielstätte, das Günter-Volker-Stadion, wird es auch weiterhin geben. Wir werden da weiterhin unsere Heimspiele austragen. Und auch auf allen anderen Wegen sind wir eigentlich mittlerweile gut aufgestellt. Der Saisonetat, der sich aus den Zuschauereinnahmen, den Sponsorengeldern und den Mitgliederbeiträgen zusammensetzt, der steht und deckt auch alle anfallenden Kosten, so dass wir da momentan gut aufgestellt sind. Wir als Vorstandsmitglieder arbeiten natürlich hart daran, den Verein auf ein gesundes Fundament zu stellen und kriegen natürlich dabei auch viel Unterstützung von außen, viele Fans, denen der Verein sehr am Herzen liegt, unterstützen uns dabei an den Heimspieltagen zum Beispiel, übernehmen sie da fast die komplette Organisation mit Kassenhäuschen besetzen, Karten verkaufen, das Stadion Catering, den Platz vorher abkreiden. Ja. Und dementsprechend sind wir momentan gut aufgestellt und es läuft eigentlich dementsprechend gut. Okay, also wir haben natürlich, oder ich habe mir natürlich noch ein paar Fragen ausgedacht. Das war jetzt die erste und wir machen dann, würde ich sagen, auch gleich weiter mit der zweiten. Und zwar, das Thema Fusion ist im Fußball momentan immer wieder zu hören. Hier in Munster geht's los. Munster, Brelo, ESV Munster, Trau und Oerl wollen zu einem gemeinsamen Verein fusionieren. Auch in Celle wird immer diskutiert in den Foren und in den Medien. Eine Fusion der Celler Vereine. Wie steht der TuS Celle dazu? Wollt ihr das alleine schaffen oder habt ihr euch tatsächlich Gedanken gemacht über diese Fusion? Also klar, wenn es zu diesem Thema entsprechende Konzepte gibt und die auch Hand und Fuß haben, werden wir uns davor nicht verschließen und dann halt in unserem Bereich prüfen, wo halt auch genau prüfen, wie wir uns da halt mit einbringen können. Das ist gar keine Frage. Okay, jetzt haben wir gerade über die Fusion gesprochen. Du hast erzählt, dass ihr halt dabei seid, das wieder auf gesundes Fundament zu stellen. Wie sehen die nächsten Schritte beim TuS Celle aus, die gemacht werden oder gemacht werden müssen? Naja, zunächst liegt das Augenmerk natürlich erstmal darauf, einen neuen Trainer zu finden, der auch es schafft, dem Team wieder die richtigen Impulse zu geben, dass man da halt wieder auf Kurs kommt und in die Erfolgsspur zurückfindet. Ne? Ja. Dann hast du natürlich auch wieder automatisch wieder ein bisschen Ruhe im Verein und kannst da Step by Step drauf aufbauen. Mittelfristig wollen wir natürlich auch wieder halt angreifen und auch, wenn alle Wege zusammen oder alle Fäden wieder zusammenlaufen und alles passt, wieder einen Schritt nach oben gehen. Ne? Das ist natürlich klar. Uns ist natürlich auch bewusst, dass wir da keine großen Träumer sind oder was. Ne? Wir müssen das halt alles Step by Step wieder aufholen. Da sind wir im Prinzip schon bei der nächsten Frage. Und zwar, ist das Ziel, wieder so erfolgreich zu werden, wie es damals mal war? Ich kann mich selber daran erinnern, ich stand dort im Stadion gegen Bayern München, die Spiele gegen Braunschweig. Ist das wieder das Ziel? Oder sagt man sich,
pass auf, wie du gerade sagst, Step by Step, wir wollen jetzt erstmal im Kreis wieder Fuß fassen, die Fundamente, von denen du gerade sprachst, die Fundamente aufbauen und dann kann man ja immer noch mal gucken. Oder wie sieht das aus? Ja klar, die Regionalliga-Zeit damals war echt Highlight. Ich habe das auch als Kind damals alles mitgemacht, wenn du in ein Stadion gekommen bist und 2000 bis 3000 Zuschauer waren, das war schon ein Highlight. Ne? Gut, das ist nun mittlerweile auch 25 Jahre her. Nur halt bei vielen Leuten im Umkreis sitzt diese Zeit immer noch in den Köpfen. Ja. Und die vergleichen uns halt immer noch mit dieser damaligen Zeit. Ne? Ja. Uns ist natürlich bewusst, wir sind momentan nur ein Kreisligist. Ne? Diesen Weg mussten wir eingehen, sind wir eingegangen, das haben wir alles angenommen. Aber natürlich wäre es schön, wenn man wieder in die Erfolgsspur zurückfindet und auch die derzeitige sportliche Talfahrt, sage ich mal, hinter sich lassen kann und wieder oben angreifen kann. Ne? Wir sind natürlich auf einem guten Weg dahin. Nur man weiß halt, oder man kann momentan noch gar nicht abschätzen, wo, wie weit dieser Weg führen kann. Ja. Und dementsprechend wollen wir halt versuchen, mit ehrlicher Arbeit wieder zum Erfolg zurückzufinden. Jetzt haben wir natürlich dieses heikelste Thema momentan, die Kündigung oder die Entlassung von Oliver Bornemann. Ja, die Frage, denke ich, die viele Leute interessiert, in Celle stand dann, ihr hattet ihm einen Job angeboten oder einen anderen Job, das interessiert mich jetzt im Prinzip gar nicht. Mir geht es halt einfach darum, oder bei mir stellt sich die Frage, hatte diese Kündigung, ich nenne es jetzt mal Kündigung von Oliver Bornemann, nur sportliche Gründe oder stand ein Mensch wie er, der den Verein ja wirklich im Herzen trägt und den Verein ja kennt, dem Neuen, was man jetzt machen will, quasi im Weg? Ich habe schon auch bei dem einen Bericht darunter geschrieben, keiner räumt sein Zimmer besser auf wie derjenige, der dort drin wohnt. Mhm. Bei einer Renovierung steht er allerdings im Weg, weil ihm halt Sachen abgerissen werden, die ihm am Herzen liegen. Also waren es sportliche Gründe oder stand er eher dem, was ihr jetzt neu machen wollt, im Wege? Ja, zunächst muss man natürlich erstmal sagen, Olli ist ein Top-Kerl, ne? Dem spricht nichts entgegen. Er hat viel Erfahrung als Spieler, sowohl als Trainer. Und er hat auch viele gute Ideen mitgebracht, das muss man sagen. Er ist natürlich, klar, mit dem Verein verbunden wie kein anderer. Ne? Er trägt ein blau-gelbes Herz und ich denke, es wird auch weiterhin so bleiben. Klar, im Moment überwiegt natürlich die Enttäuschung. Mhm. Ne? Aber ich denke mal, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dann wird auch Olli wieder natürlich das blau-gelbe Herz weiterhin tragen. Ne? Ja. Zur Trennung, klar, wir haben jetzt nun in den letzten 7 Spielen 2 Punkte geholt, sind auf den Abstiegsplatz abgerutscht und das ist natürlich nicht unser Anspruch. Ne? Ja. Klar, wir haben gesagt vor der Saison, wir wollen einen Neuanfang starten und der eigentlich auch relativ Zeit braucht, um auch die ganzen Automatismen in der Mannschaft einzuspielen und da. Oh, nur wir haben jetzt in den letzten Wochen halt gesehen, dass oder den Eindruck bekommen, dass Olli so die Bindung zur Mannschaft oder die Mannschaft halt nicht mehr erreicht. Mhm. Und auch, was dann halt begründete Zweifel, sage ich mal, daran geweckt haben, ob er das Ruder nochmal umreißen kann. Ja. Ne? Die logische Konsequenz war für uns dann, auch wenn es uns wirklich sehr schwer gefallen ist, dann die Trennung mit Olli. Aber ich denke, das ist nicht nur bei unserem Verein so, sondern würde in jedem anderen Verein genauso gehandhabt werden. Ja. Wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, so über die Zeit damals und so, über, wie gesagt, Testspiele gegen Bayern München, gegen Braunschweig, Hannover 96, Regionalliga-Zeit. Du sprichst gerade 3.000, 4.000 Zuschauer. Ja. Ist diese Zeit eher ein Segen für den TuS Celle oder eher ein Fluch? Weil ich sag mal, momentan würde ich als Außenstehender, und das bin ich zweifelsohne, auch wenn ich hier heute dieses Interview mache, als Außenstehender definitiv sagen, ist eher ein Fluch. Weil wie du gerade schon sagst, ihr wollt neu anfangen, ihr spielt in der Kreisliga, euch allen ist bewusst, dass ihr Kreisliga spielt, aber das große Denken drumherum bei den, ich nenne es jetzt mal auch, ja, vielleicht auch bei den Fans, ist immer noch der TuS Celle, der vor 25 Jahren in der Regionalliga gespielt hat. Also eher Fluch oder eher Segen? Ja, der Blickwinkel der Leute auf unseren Verein ist natürlich ein ganz anderer, als wir ihn selber wahrnehmen. Ne? Klar, als Beispiel, vor 2 oder 3 Wochen hat der TuS Eschede
auch seinen Trainer aus den gleichen Gründen eigentlich wie wir entlassen. Ja. Da war auch in den bekannten Kanälen auf den sozialen Medien ein kleiner Artikel und dann war gut. Wir entlassen aus den gleichen Gründen unseren Trainer und haben, hast du ja selber mitgekriegt, dann 2 Tage Shitstorm. Ja. So kann man sagen. So, ne? So. Ja. Ja gut, wir haben Verständnis natürlich für den Ärger der Leute, die sich natürlich auch über die Jahre mit dem Verein identifiziert haben und natürlich nun auch aufgrund der ganzen Querelen den Verein ein bisschen abgewendet haben. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, wie gesagt, in den Köpfen der Leute ist halt immer noch diese alte Zeit verankert. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo zum Auswärtsspiel oder auch bei Heimspielen ist, dann spielen die Vereine nicht gegen den Tusselle FC, sondern halt gegen den ehemaligen Regionalligisten. Mhm. Ne? Und wir würden uns halt gerne wünschen, dass dieses Denken in den Köpfen der Leute sich dahin entwickelt, dass wir halt im Moment nur ein Kreisligist sind. Mhm. Und halt die Zeit von früher halt schön war, aber auch Vergangenheit ist. Ne? Ja. Gut, im Prinzip war es das schon. Ich habe, wie gesagt, ihr habt das gesehen, ich habe bei Fußballportal Kreiszelle auch was kommentiert. Wir haben da eben auch schon kurz drüber gesprochen. Ich hatte vor etlichen Jahren mal eine Anfrage nach einem Testspiel. Da war halt auch dieses, also es kam halt auch so rüber, dass die ehemaligen Funktionäre, ganz klar die ehemaligen Funktionäre dort halt auch noch so getan haben, als ob sie eine höher spielende Mannschaft ist. Ich finde, und so hört sich's hier auch an, der Tusselle startet dort einen Neuanfang. Du sagst es gerade, ihr möchtet als Kreisligist gesehen werden, das, was ihr tatsächlich seid. Das, was früher mal war, war eine schöne Zeit. Gehört zum Verein genauso wie alles andere auch. Aber das war halt mal. Und ihr wollt als Kreisligist behandelt werden. Ich drücke euch die Daumen. Ich verfolge das auch weiterhin. Vielleicht komme ich mit meiner Kamera auch mal rum, weil ich möchte gerne mal in dieses Stadion. Gerne, bis herzlich willkommen. Und ja, du hast noch was, falls du noch was sagen möchtest. Ja, gerne. Also es wurde ja auch immer so ein bisschen gesagt, dass wir ein ziemlich verschlossener Verein sind und nicht offen sind für Neues. Ich würde gerne hier nochmal sagen, wenn jemand Ideen hat oder Anregungen, ja, die wir eventuell verbessern können, jeder ist jederzeit herzlich willkommen. Die Türen stehen jedem offen. Sprecht uns einfach an und wir freuen uns für jedes Feedback, das wir bekommen. Gut, das war's hier bei mir aus dem Keller. Dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Gerne. Euch da draußen, eine Nachricht mitzugeben. Der Tusselle fängt an, der Tusselle ist in einem Neuaufbau. Gebt ihm Zeit und dann, denke ich, werden wir bald wieder positive Nachrichten lesen. Und das war's von mir. Schönen Sonntag. Ciao.